Willkommen zurück, meine verehrten Zelda-Fans. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Legend of Zelda, A Link to the Past. Und im heutigen Part, seht ihr ja, sind wir noch weiterhin in demselben Dungeon unterwegs. Und ich denke mal, ihr werdet jetzt euch wundern, warum ich so random rumstehe. Das liegt daran, dass ich erstmal Herzen gefarmt habe, damit ich wieder voll dabei sein kann. Und da dachte ich mir, okay, gehe ich auch gleich schon ein bisschen weiter in den Dungeon rein, damit wir buchstäblich so gut es geht uns dem Master... Ugh. Da hat sich schon das mit dem vollen Herzen erledigt. Damit wir uns so gut es geht dem Master Key sofort unter den... Nein, verdammt, was? Wieso werde ich denn so schräg geschossen? Den Master Key zunutze machen können. Das ist so gemein, dass mich das Ding gerade zweimal schräg weggeschoben hat. Das ist auch gemein. Jetzt habe ich mir gerade meinen Weg verbaut. Nun gut, ist ja egal. Sind zwar zwei Herzen, die ich gerne gehabt hätte, aber was wollen wir tun? Ah, zumindest nur noch eins. Bonk. Okay. Dann... Achso, damit habe ich mich ausgeschlossen. Ach, das ist manchmal ein bisschen dämlich, wenn man solches Design hat, aber was will man tun? Lass mich kurz überlegen, wie ich nochmal zu der einen Truhe kam. Das war, wenn ich diesen lang einstürzenden Pfad lang renne, nicht wahr? Das heißt, ich bin, glaube ich, sogar generell auf der falschen Seite gerade, wenn mich nicht alles täuscht. Dann müsste ich ja, glaube ich... Wow. Genau, dann müsste ich ja genau hier lang, geradeaus. Und dann komme ich zu dem langen Pfad, der einstürzt von meinen Augen. Ah, wieso bin ich so blöd? Wieso bin ich so blöd? Ich habe natürlich vergessen, das Teil zu resetten. Ich dachte, ich habe es getan. Aber nein, habe ich natürlich nicht. Ach. Wundervoll. Wundervoll. So, jetzt aber. Und ich hoffe... Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass ich keinen Schaden nehme. Das war sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Gut. Jetzt aber. Runter mit uns. Ich habe übrigens noch keine Wand gesehen, die ich da hätte sprengen können. Die Sinn ergeben hätte für die kleine Truhe, die da ist. Ich hoffe, dass die Truhe es nicht wert ist. Dann kann ich sie nämlich einfach ignorieren. Und... Nein! Oh, du elendiges Mistvieh. Warum bist du nicht runtergefallen? Nein, im Gegenteil. Es hat uns runtergeheatet. Geh einfach weg, okay? Geh einfach weg. Gut. Danke. So, jetzt komme ich wieder auf diese Seite, genau, mit den ganzen Dinos und der eingestürzten Wand. Da muss ich, glaube ich, auf der linken Seite langlaufen. So, 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 so und so. Na dran, na dran. Hier lang. Jawohl. Muss ich die Wand nochmal einstürzen lassen? Nee, okay. Puh. Du hast den Hammer erhalten. Ramme damit hölzerne Pfähle ein und klopfe auch mal auf andere Gegenstände. Wir haben unser Dungeon-Item gefunden, der Hammer. Damit können wir jetzt alles, was gepanzert ist, damagen. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Und ich würde sagen... Wir porten uns weg. So. Da können wir nämlich gleich zurück zum Eingang gehen. Da haben wir mehr davon. Ich gehe nochmal die anderen beiden Routen, damit wir uns die Herzen mitnehmen können, die da sind. Es ist halt wirklich ein kleiner Nachteil, wenn ich mit 8 Herzen hier rumgammel. Okay, mit ein bisschen Glück können wir vielleicht eine Fee finden. Nicht der Fall, schade. Aber auch nicht zu schlimm. Immerhin haben wir ja
trotzdem das eine Fixherz, was wir jeweils auf beiden Seiten bekommen. Piu. Okay. Und damit gehen wir zurück. Hier waren, glaube ich, immer nur Bomben drin, garantiert, ja. So, können doch gleich mal den Hammer testen. Boah, das ist wundervoll. Jetzt können wir Schildkröten hilflos machen. Und wir bekommen noch ein Herzchen. Nice. So, wenn wir jetzt hier unten rechts gehen, dann müssten wir dahin kommen, wo ich ursprünglich nicht weiterkam. Weil da diese Guacca... Na, wirklich? Weil da diese Whack the Moles sind. Oh, das ist fies. Wirklich? Das ist wirklich, wirklich fies. Da haben die mir einfach ein Herz geklaut. Ne, sogar zwei Herzen. Na, zumindest eins habe ich zurückbekommen. Okay, okay. So, in diesem Raum haben wir auch die ganzen Herzen. Dann hätte ich die rechte Seite nehmen sollen, oder? Na, meint? Nur ein Herz? Ich habe vergessen, dass ich ja die Statue hier draufstellen muss. Zwei Herzen. Das heißt, wir haben noch ein Reserveherz, falls ich das nicht vergesse. Aber das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Und daran sollte ich mich auf jeden Fall erinnern. Gut. Wir sind wieder in dem Raum der Mäuse, die wir jetzt glücklicherweise auch sehr schnell besiegen können. Problemlos. Na komm. Stirb. Stirb. Gut, sehr schön. Dann rüsten wir Pfeil und Bogen aus und machen diese Strategie wieder. Und... Das ging fix. Uiuiuiui. Das hätte auch sehr schief gehen können. Ich habe schon gesehen, wie das Ding in mich reinrast. So, und das müssten wir jetzt wacken können, genau. Nice. Jetzt sehe ich nur ein Problem. Uns fehlt ein Schlüssel. Ah, come on. Es hätte alles so schön sein können bis hierhin. Okay, das ist vermutlich die eine Truhe, die wir nicht geholt haben. Da ist vermutlich der Schlüssel drin, der uns fehlt. Oh, das ist so fies. Ich konnte nicht outrunnen. Aber gut, wir haben uns ja gemerkt, dass wir noch ein Herz übrig haben. Das kann ich mir jetzt holen. Nämlich das hier. Und dann bin ich zumindest wieder full life. Gut, jetzt muss ich erstmal herausfinden, wo der letzte Schlüssel ist, also beziehungsweise wie ich da rankomme. Sehen wir hier unten eine... Ja, okay, ich sehe eine gebrochene Wand. Ich glaube, ich habe es nicht ausprobiert, weil ich dachte, es ist eh useless, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Okay, ich denke, ich mache hier mal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dort bin. Bis gleich. Okay, wir sind jetzt hier... Und die Bombe muss hier hingesetzt werden. Da drüben sehe ich auch noch einen Riss. Den will ich auch noch gleich machen. Danke für die Bomben. Und ich hoffe, das ist der letzte Schlüssel. Jawohl, okay, gut. Das heißt, wir können jetzt in den Untergrund. Nice, Multikill. Oh, hier sind Feen. Schade. Also, ich habe gelesen, dass man Feen mit sich tragen kann.
Aber ich habe keine Ahnung, wie. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie. Ich habe es ja versucht, mit denen sie in die Flasche sperren. Aber es funktioniert nicht. Na gut. Wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal full life und auf jeden Fall gewappnet. Gegen alles, was jetzt kommt, denke ich, hoffe ich. Der Hammer kostet übrigens, was ich sehr erstaunlich finde, mit jedem Schlag ein bisschen Magie. Ich weiß nicht, wieso man einen Hammer Magie kosten lassen sollte, aber es ist halt, was es ist. Okay, und wir nähern uns jetzt dem Ende von dem Dungeon. Ich nehme dich einfach jetzt mal als erstes hier weg, also beziehungsweise als zweites. Aber halt so, dass du keine Bedrohung für mich bist, wenn ich hier weiterlaufe. Ding. Lauf, Link! Gut. So, lass es jetzt bitte das Finale sein. Ich habe genug von dem Dungeon. Bin ich ehrlich. Okay. Dann öffnen wir das Türchen. Und... Ach nö. Einfach ein Roadblock, den ich nicht überrennen konnte. Das hat mir natürlich jetzt wieder ein Herz gekostet. Oh mein Gott. Nein! Aber wir haben sie. Die wollen uns jetzt wirklich einen ganzen Haufen Schildkröten an den Kopf werfen. Das ist wild. Aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben den Bossraum erreicht. Aua! Wow! Muss das überhaupt so sein, wie ich das gerade mache? Ja, ich sehe zumindest die Maske sich bewegen. Wait, habe ich mich vertan? Kostet der Hammerschlag vielleicht doch nichts? Okay, Leute, okay, Leute. Ich denke, das ist ein guter Try. Ich pfeffer mir sofort mein Elixier rein, damit ich eventuell das First tryen kann. Okay, Feuerball. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Aber... Ah... Au! Ah, jetzt treffe ich dich. Oh, das ist so fies! Das ist so fies! Nein! Nicht dein Ernst! Ah, okay, gut, Leute. Wir machen den jetzt. Ich... werden wir schnell kurz auf volle Herzen grinden und wir holen uns den. Vielleicht gehe ich nochmal schnell in die alte Welt zurück, um mich mit Elixieren einzudecken. Und ja, bis gleich. Okay, mein Abenteuer abseits führt mich zu interessanten Pfaden. Ich habe festgestellt, dass ich hier scheinbar etwas noch nicht erkundet hatte.
Teleporter, okay. Gut, dass ich hier nochmal hergekommen bin. Vor allen Dingen jetzt mit Hammer im Gepäck. Schauen wir uns das nochmal an. Oh, Feen. Nice, nice. Ich bin gespannt, wohin mich der Teleporter führt, den wir da unten haben. Keine Sorge, ich mache in dem Part den Boss. Definitiv. Oh, du hast mich zurück teleportiert. Okay. Ja, ich meine, es ergibt Sinn. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, aber ja. Hey Kumpel, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. Aber die Sache ist nicht ganz billig. 20 Rubine, glaub mir, es lohnt sich. Ja, ja, komm. Du wirst nicht bereuen, Kumpel. Also hör zu, ich habe erfahren, dass im Teich bei der Flussquelle ein kleiner Kreis aus Steinen ist. Ich weiß es zwar nicht genau, aber es kann ja nicht schaden, da was hineinzuwerfen, oder? Eine tolle Geschichte, was? Okay. Kreis an der Flussquelle, da sollte ich mir irgendwo meinen Hinterkopf mal notieren. Ja, ehrlich gesagt, war das jetzt nicht so mein Plan, meinen Spawnpunkt zu zerstören. Aber was will ich tun? Gehen wir zurück und... Nein, falsche Taste. Gehen wir zurück und erkunden hier weiter, denn wie gesagt, ich möchte schnell Elixier holen. Bis gleich. Das Zauberpulver steuert auf Gegner und viele andere Dinge, okay? Okay, ich habe gerade random Zauberpulver bekommen. Vermutlich, weil ich vorher den Fliegenpilz abgegeben hatte. Aber es ist sehr wild, weil ich hatte ja den Fliegenpilz schon, bevor wir den anderen Boss gemacht haben, den Zauberer. Da hatte ich den da abgegeben und ich war mir eigentlich sicher, dass die kostenlose Heilung die Belohnung war, aber scheinbar nicht. Ah, das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte dich tatsächlich mit dem Teil treffen, aber das ging ja mal sehr nach hinten los. Kann ich das immer verwenden? Schlabbedi du, schlabbedi da, suche nach Sahasrala. Okay. Okay. Wild. Wild. Wait, kannst du mich eigentlich wieder zurückporten? Nein, kannst du nicht. Schade. Das wäre sehr cool. Okay, ich bin mal gespannt, ob wir mit ein bisschen Glück noch irgendwo ein Herzchen finden. Ich meine, ich werde sowieso jetzt wieder ewig brauchen, mich durch zu dem Dungeon durchzukämpfen. Aber, naja. Ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder im Dungeon beim Boss und bis gleich. Okay, Leute. Ich bin bereit. Wir gehen rein. Ich habe zwar leider... Leider einen kleinen Hit gekriegt. Aber wir werden den Boss jetzt machen. Ich denke, es dürfte kein Problem sein. Wir wissen jetzt, was ein Pattern ist. Ich habe 3 Elixiere in der Tasche. Das heißt, unsere Heilung ist gewährleistet. Und die Feuerbälle kann ich inzwischen auch ganz gut dodgen, wie ihr sehen könnt. Okay. Solange ich relativ zentral stehe, ist das überhaupt kein Thema, weil sie immer diagonal fliegen. Wow, wow. Okay, okay. Ah, ich muss jetzt dahin gehen wegen dem Schweifschlag. Ich hatte die Auswahl zwischen Pest und Cholera. Okay, gut. Wir müssen dich eigentlich gleich haben, oder? Ja, wir haben ihn. Okay. Ich muss gestehen, er war jetzt doch sehr viel einfacher als gedacht. Aber die Vorbereitungszeit hat mich jetzt doch noch ganz schön in die Irre getrieben. In die Irre. Ach, ihr wisst schon. Ich kann nicht mehr reden, es ist spät. So oder so. Wir haben einen weiteren Herzcontainer. Wir haben den ersten Kristall erhalten. Und damit haben wir auch den ersten Dungeon generell in der Schattenwelt abgeschlossen.
Da da. Fanta, ich danke dir. Durch dich konnte ich den grausamen Monstern entrinnen. Einst war dies das goldene Land, wo sich das Triforce, die goldene Macht, befand. Doch als Ganon, der Anführer der Diebe, sich diese Macht zu eigen machte, oh oh, Ganon, verwandelte er das goldene Land in die Schattenwelt. Nun will er Hyrule erobern. Mit unseren Kräften hat er das Siegel am Tor nach Hyrule gebrochen. Eieieiei. Du Lümmel, Ganon. Doch das Tor ist noch nicht ganz auf. Wir haben noch eine Chance. Wir 7 Mädchen, allesamt Nachfahren der Weisen, können gemeinsam den Zutritt zu Ganons Versteck öffnen. Ich sage dir nun, wo die anderen Mädchen festgehalten werden. Mit dir wird es uns gelingen, Ganon zu bezwingen. Dann kann ich wieder ich selbst sein. Hast du alles verstanden? Ja, ja. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Bing! Ich bin so froh, dass wir durch sind, Leute. Ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Pause. Ich habe den ganzen Tag aufgenommen. Und ich bin so froh, dass wir jetzt den heutigen Part, das Finale, erreicht haben. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.